Nachbarschaft ist ein Begriff, der bei uns eigentlich, also gerade in der Stadt, ein bisschen verkommen ist als Wert. Warum der Verein, den ich mit der Renate Schnee gemeinsam gegründet habe, Nachbarinnen heißt, ist, weil die Frauen, mit denen wir arbeiten, und das ist ein tolles Team an Frauen, mit denen wir arbeiten, in ihren Kulturen den Begriff Nachbarschaft wirklich noch ganz ernst nehmen. Ja, also wenn jemand neuer zuzieht, dann wird geschaut, was bringt er mit, was könnte ich haben und was könnte ich geben, fehlt da was, kann ich etwas tun, kann ich irgendwie etwas beitragen. Und das ist sozusagen im Fachterminus, ist das dann die aufsuchende Sozialarbeit. Ja, man geht schauen, ob was gebraucht wird und bringt, was man bringen kann. Ich glaube, wenn wir alle hier in diesem Land sehen würden, was da für Potenzial in den Frauen steckt, die zu uns kommen und wie viel wir von diesen Frauen lernen können, an unterschiedlichen Sichtweisen, an einer unterschiedlichen Art, das Leben zu leben, da gibt es ja wahnsinnig viel Positives, was wir für uns auch entdecken können. Dann hätten es erstens die Frauen leichter, die zu uns kommen, und wir hätten eben sehr viel mehr Möglichkeit, das Leben anders zu sehen und schöner zu sehen. Mir war es einfach immer ein großes Anliegen, mein ganzes Leben lang andere Frauen zu stärken. Ich habe das Gefühl, dass ich durch sehr viel Glück und durch sehr viel Zufall hineingeboren wurde in eine Situation, die das Leben sehr leicht macht und die es leicht macht, Ziele zu stecken, diese Ziele auch zu erreichen, Dinge zu tun, die Freude machen im Leben. Und so gesehen habe ich sozusagen, mein Problem im Leben war, dass ich viele Frauen gesehen habe, die das nicht haben und wo sehr viel Potenzial ist, durch ganz wenig Input zu erreichen, dass sich viel mehr Frauen auch wohlfühlen im Leben. Gerade wenn jemand benachteiligt ist, sozial benachteiligt ist, und das sind nun mal viele Frauen, die aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern zu uns kommen, fühlt man sich dort, wo man gerade angesiedelt ist und wohnt, am stärksten und am wohlsten. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, genau an diesem Ort, wo man sich eh schon am stärksten fühlt, noch ein bisschen Kraft hineinzulegen. Eine gestärkte Frau, die eigene Ziele hat, die auch den Weg kennt, um diese Ziele erreichen zu können, hat einen völlig anderen Blick auf die Welt und auch auf ihre Kinder. Also eine Frau, die eben, wie man so schön sagt, empowered ist, schaut auf ihre Kinder, schaut, dass ihre Kinder Chancen haben, schaut, dass ihre Kinder weiterkommen, und letztendlich profitiert unendlich auch der Mann davon. Ja, also ein Mann, der zuerst vielleicht ein bisschen Angst hat, dass ihm die Frau abhanden kommt, weil sie nicht mehr ganz so unter seiner Fuchtel steht, erkennt nach unserer Erfahrung sehr schnell, dass es für ihn ein großes, positives Erlebnis ist, eine fröhliche, selbstbestimmte, starke Frau an der Seite zu haben und Kinder, die lachend nach Hause kommen, weil sie neue Freunde haben, weil sie neue Freizeitbeschäftigungen entdeckt haben, weil sie gut in der Schule sind. Es ist für die ganze Familie ein reiner Gewinn. Ein Teil sind die sogenannten Amtswegebegleitungen. Das sind die notwendigen Stellen, um die verschiedenen Unterstützungen zu bekommen, um Nostrifikationen durchzubekommen, was auch immer. Ein anderer Teil ist die Stärkung der Kinder, das heißt die Lernhilfe. Wir haben eine eigene kleine Gruppe, die geleitet wird von einer Frau mit einem Pool an Studentinnen und Studenten, die Einzellernhilfe zu Hause geben. Das vor allem deswegen, damit auch die häuslichen Bedingungen wirklich sich verändern können, sodass die Kinder einen eigenen Lernplatz bekommen, dass die Eltern auch verstehen und mitbekommen, wie wesentlich es ist, dass Kinder in der Schule gefördert werden. Ein großer Teil ist das Empowerment und die Stärkung der Frau. Das sind sozusagen die drei Standbeine. Wir leben von öffentlichen Förderungen und wir leben von privaten Sponsoren. Also soziale Arbeit ist ja kein Unternehmertum, sondern soziale Arbeit muss anders finanziert werden. Ja, und da laufen wir einfach ständig um Geld. Seit Beginn
betreuen wir auch Flüchtlingsfamilien. Es werden jetzt mit dem großen Flüchtlingsstrom mehr Flüchtlingsfamilien, als wir ursprünglich hatten. Ursprünglich war es so, dass wir sozusagen deutlich mehr migrantische Familien hatten als Flüchtlingsfamilien. Jetzt haben wir ungefähr halbe migrantische Familien und Flüchtlingsfamilien, aber es hat sich nichts Neues aufgetan, weil genau diese Arbeit machen wir seit Beginn. Da sind also unsere Frauen wirklich absolute Expertinnen dabei, die dazu ausgebildet sind und wirklich sehr viel Erfahrung und Know-how haben, wie stärkt man Menschen, die in ein völlig fremdes Land kommen, ohne dass sie die Sprache können, mit kleinen Kindern, mit größeren Kindern, so dass sie hier auch einen eigenen Weg gehen können und nicht nur von Unterstützung leben müssen. Also ich habe für mich und für meine Töchter und für meine Familie einfach unheimlich viel gelernt und bin wirklich sehr dankbar dafür. Es ist freiwillig, aber es hat sehr wenig von ausschließlich Selbstlosigkeit zu tun, sondern man kriegt einfach wahnsinnig viel zurück. Es ist wunderschön, hier in der Früh hereinzukommen und so willkommen zu werden, wie es passiert, mit sehr viel strahlenden Gesichtern und Glück und Dankbarkeit, dass es das gibt. Das hat schon auch sehr viel mit Egoismus zu tun.